Hi Leute, hier ist wieder Fabian und willkommen zurück zu einem weiteren, wirklich glücklichen Part von Let's Play GTA 4. Im letzten Part haben wir ein paar Missionen für unseren leicht homosexuellen Freund erledigt. Und in diesem Part werden wir uns eine ganz neue Mission heranwagen, denn wir haben nur noch zwei Auftraggeber übrig. Und um das zu tun, hey Dimitri ruft uns an. Nico Bellic! Arsch! Was? Hier so. Na, wenn wir telefonieren, können wir halt keine Treppen steigen. Oh Gott. Was? Er will uns woran beteiligen? Er bietet uns eine Partnerschaft an? Gott, der ist so ein ekelhafter Schleimbolzen. Da. Dimitri. Okay, also was ich euch schon mal gesagt habe, hier ist ein Autohaus und hier gibt es wirklich tolle Autos. Hier können wir uns mal ein bisschen umsehen. Das ist so ein kleines Easter Egg. Wirklich tolle Autos, also richtig klasse. Die besten im Spiel. Und wir nehmen uns mal diesen Ferrari-Verschnitt hier. Einfach mal so, na, oh, ist abgeschlossen. Naja, hm. Oh, ja, gut, dann knacken wir ihn immer auf. So, und wie ihr seht, sind wir im zweiten Stock und wir kommen hier nicht ohne weiteres raus. Hm, unschön. Machen das Badass! Terminator Style! Woo! Ich faile in allem, was ich tue. Oh, war das schlecht. Okay. Okay, Plan B. Nee, Plan B. Das Auto da vorne ist Plan B. Oh mein Gott. Das war so schlecht. So, hier, gehen wir auf die Drehbühne, knacken dieses Auto auf und dann geht's hier gerade durch. Wie schön, dass er uns hier durch die Scheibe hindurch bedroht. Wir nehmen Turismo. Oh, und hier einmal mit durch und fahren los. Nicht die Reifen zerschießen, ihr Blödmänner. Ah, und so klaut man sich ein wirklich tolles Auto. Ja, ja, der gute Turismo. Jetzt ein bisschen Blut am Kotflügel. Ich habe Kot gesagt. Ah ja. Gut, der Grund, warum ich euch das hier alles zeige, ist folgender. Ich habe euch ja schon mal gesagt, dass wir jetzt den letzten Stadtteil freigeschaltet haben, da aber noch nicht hin sind. Das wollte ich jetzt mit euch zusammen, gemeinsam tun, denn, wie gesagt, wir sind da noch nicht hin und euch da einfach mit dem Taxi zu treffen, weiß ich nicht. Ich hielt dich nicht für stilvoll. Und deswegen werden wir uns da jetzt hinbegeben, da richtig hinfahren, richtig stilvoll. Ja, es gibt nicht sehr viel zu bereden, weil ich eigentlich alles schon angekündigt hatte. Es war fast alles wie geplant, denn geplant war, dass ich ungefähr Mitte Dezember die 1000 Abos erreiche und ihr kranken Jungs hat mich wirklich so oft abonniert, dass ich sie jetzt schon erreicht habe. Was ist eigentlich los mit euch? Heftig, ey. So, und diese Brücke war voll gesperrt und ja, jetzt sind wir im dritten Stadtteil. Aber ich weiß, es war nicht so beeindruckend, aber meine Güte. Was soll's. Ja, hier ist man tatsächlich nicht so oft im Spiel. Hier geht nicht so die Action ab. Also ein paar der sehr späten Auftraggeber befinden sich hier. Aber das sind, ups, wirklich die sehr späten Auftraggeber. Hier geht auch nicht so wirklich die Post ab, hier kann man nicht viel machen, hier hat man noch nicht mal ein Versteck. Und das finde ich, obwohl doch, hier hat man Versteck. Ich lüge. Aber ja, hier geht irgendwie nicht so richtig die Post ab, habe ich das Gefühl. Müssen wir uns hier mal vorbei schleichen. Ja, gut, hier, da, okay, alles klar, wunderbar, wir sind gleich da. Sind ja auch erst fast 5 Minuten in der Aufnahme, ne? Das läuft! Ja, ich hoffe, die erste Mission von unserem neuen Auftraggeber ist dann einfach mal nicht so lang, denn läuft das schon. So, dann geht geschickt um die Kurve. Leider ist es ein bisschen Nacht. Wie spät ist es denn in-game? Oh, erst 4 Uhr morgens. Hier ist ein Stranger, den kümmern wir uns jetzt nicht. Vielleicht werden wir wieder was schaffen hier. Aber hier gibt es auch einige sehr schöne Aufträge, Missionen. Die werden wir dann auch noch sehen. Sehr kreativ, extrem geil, was sie sich da einfallen haben lassen. Viel ist ja einfach, gehe hier zu Punkt X und töte Person Y, aber hier gibt es echt Missionen, da gehen einem die Augen über, das ist richtig herrlich. Und wir haben unser Ziel erreicht, indem wir unser Auto einfach mal direkt von der Straßenlaterne setzen und... Was ist das denn für ein versiffter Park? Ist ja gar nicht toll. Auftrag! Smackdown! Ultimate Smackdown Wrestling Action! Oh, das haben wir schon hinter uns. Hey! Hey! Your brother said you needed a hand. Looks like you need more than that. Yeah. Yeah. Cool. Oh.
up, you fucking junkie! I'm awake. I was just wishing you'd leave. Hey, hey, sit down. That's pretty good gear. Pretty high. Good for you. Okay. Don't get sanctimonious on me. Okay. Why do you do this to yourself? Because it feels nice. Because it feels better to be high than not. Does it stop you thinking? It stops you caring. Which is even better. So, what do you care about? I care about getting people back who claimed I was a grass. People who used that to steal shit off me. Maybe that's what your brother was talking about. When they said you needed help taking care of all the business. Sure. I mean, I ain't a saint. I ain't a man of principle. I messed up. But I tried. I made a mistake. But I admitted it. We all make mistakes. Exactly. And this guy is still threatening to kill me. And my family! What's his name? Bucky Sligo. Bucky Sligo. I heard he was living in Alderney. Can you get access to police computer? Sure. Find the fuck. Shut him and his pals up. Okay. 9 Minuten? Schwierig. Gut. Dann besorgen wir uns mal so einen ominösen Streifenwagen. Habe ich noch nie gehört. Oh mein Gott, hier steht ja zufällig einer. Den knacken wir. Meiner. Ups. Und die haben nicht mal eine Alarmanlage, weil niemand so dumm ist und einen Streifenwagen klaut. Polizeiakten durchsuchen. Suche nach Name. Bucky. Sligo. Na komm. Na komm. Ja, ermitteln. So. Aufenthaltsort. Er hält sich bei einem Burgershot auf. Ist ja nicht so das Opfer. So, okay. Dann machen wir die Alarmanlage an. Alarmanlage machen wir an. Genau. Ja, aber das war Derek. Derek ist auch verwandt mit Packy. Und den ganzen anderen McRarys hier. Von denen wir viel zu viele haben, finde ich. Aber ja, hier sind alle miteinander verwandt und alle haben sie irgendwie Dreck am Stecken. Okay. Also wir verfolgen ihn. Der Plan ist, ihn zu seiner Crew, seiner Dance-Crew, zurückzuverfolgen und dann alle anderen hochzunehmen mit ihm zusammen. Und das hoffe ich, schaffen wir noch in der Zeit. Naja, das wird nicht so schwer. Aber Polizeiwagenfahren macht Spaß. Das macht wirklich Spaß, weil die Dinger verdammt nochmal gut sind. Echt. Die haben so ein geiles Handling. Die haben so eine tolle Beschleunigung. Polizeiwagen, ganz im Ernst, auch wenn sie kein Radio haben, macht Spaß. Außerdem sehen sie irgendwie cool aus. Also diese Version, die sieht cool aus. Bisschen modern. Die anderen sehen so 80er-Jahre mäßig aus. Die finde ich nicht so schön, aber... Ey, was fallen hier für teure Autos lang? Im Ernst. So. Wie weit müssen wir noch? Ah, nicht mehr so weit. Gehen wir hier durch. Mit der Sirene ist das alles relativ fix hier. Habe ich ja schon mal gesagt. Die halten an und fahren nicht in Kreuzungen ein und so. Man muss immer noch ein bisschen achten, weil sie halt nicht total krass aus dem Weg gehen, fahren. Wie auch immer. Aber, naja, ist halt wie im echten Leben so ein bisschen. Denn man pusht sich ja auch nicht die Klippe runter, nur weil hinter einem ein Krankenwagen ist, nicht wahr? Wäre ein bisschen kontraproduktiv. Nein, man macht eine Gasse frei und das machen die hier auch. Sehr intelligenter Verkehr. Okay. So. Da ist auch schon der Burgershot, wo sich der Typ aufhält. Hier fährt wieder so ein Ferrari lang. So. Der hat sogar einen Drive-Thru. Burgershot. Oh, und da ist er. Hätte da rückwärts reinfahren sollen. Mist. Sehr herrlich. Folge Bucky zurück zu seiner Crew. Das machen wir, indem wir einen wunderbaren Turn machen. Okay, das kann ich eigentlich besser. Aber der Typ flüchtet echt über Stock und Stein. Hier mitten durch den Vorgarten, hier durch den Garten. Das macht ziemlich Spaß mit den Zäunen, um ehrlich zu sein. Das macht ziemlich Spaß, durch diese ganzen Zäune zu sprechen und alles fertig zu machen.
Aber auch hier müssen wir nicht unnötig Zivilisten angreifen, nicht wahr? Uns geht es ja nur um den Freund da vorne. Ja, wir sollen ihn nicht abschießen, weil er uns halt noch zu seinen Freunden führen muss. So, hier rein. Ist gut. Macht Spaß. Wo will er jetzt lang? Oh, verrückt. Oh, hier auf keinen Fall runterpreschen. Das ist nicht so schön. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. So, okay. Bis jetzt soweit so gut. Ja, er macht wieder so eine kleine Abkürzung durch den Garten. Ist hier übrigens wirklich gut, ihm zu folgen, weil ansonsten könnte es sein, dass man ihn verliert. Er kennt wirklich Schleichwege, die man auch selbst benutzen kann, um vor der Polizei zu fliehen. Das funktioniert. Hey, das war ein cooler Schleichweg, Mann. Aber, ja, also kann man halt auch nutzen, um von der Polizei zu fliehen. So kann man sogar zu Fuß fliehen. Okay. So, wir haben seine Crew gefunden. Und wir sollten schnell in Deckung gehen. Hier, hinter dem Auto, Nico. Hinter dem Auto. Hinter dem Auto in Deckung gehen. Dafür können wir übrigens auch Cops kriegen. Ja, ja, obwohl wir hinter einem Polizeiauto stehen. In GTA Vice City gab es sowas wie ein guter Burger-Bonus. Wenn man, Verbrechen bekämpft hat, also offensichtliche Verbrechen, da wurde zum Beispiel mal eine Frau eine Handtasche geklaut und so, also wenn man den dann umgenockt hat, dann hat man einen sogenannten guter Burger-Bonus gekriegt und ein bisschen Geld. Können wir das aufmachen? Bitte? Bitte? Können wir die Tür aufmachen? Können wir jetzt bitte die Tür aufmachen? Er hat da abgeschlossen, der Arsch. Nein, hat er nicht. Können wir immer noch aufschießen. So, okay. Nachdem wir die Tür in bester Rambo-Manier aufgeschossen haben, werden wir jetzt mal mit unserer kleinen russischen Freundin Kratschok da reingehen. Der hat nämlich auch so eine. Der kann uns ziemlich abfangen, um ehrlich zu sein. Auch wenn das jetzt gerade nicht so wirklich effektiv ist, aber macht Spaß. So, Kratschok ist kaputt. So, da ist der nächste. So, ich glaube, jetzt können wir mal mit der MP arbeiten. So, da ist einer und das war einer. Wir können auch hinten reingehen, aber das finde ich nicht so witzig. Gut, dann holen wir uns mal die Munition da jetzt zurück, die wir so verbraucht haben. Oder auch nicht, weil sie doof gefallen ist, naja. Und oben ist der letzte. Da müssen wir nochmal ein bisschen vorsichtig sein. Genau deswegen. So, und runter fällt er. Und wir müssen noch in die Fahndungslevel loswerden. 2 Sterne, das geht noch. Geben einem eigentlich immer relativ humane Fahndungslevel, aber man muss trotzdem sich ein bisschen bemühen. So. Ach, 2 Sterne schießen sie übrigens. Immer schön vorsichtig sein dann. Aber hier haben wir so eine richtig schöne Suburb, um ehrlich zu sein. Also mir gefällt diese Gegend relativ gut. So vom Flair her, weiß nicht. Hier ist nicht wirklich viel los. Hier ist, um ehrlich zu sein, wirklich der Hund begraben. Aber so vom Feeling her, es ist echt eine schöne, ein schönes Fleckchen. So, haben wir eigentlich schon mal ein Pack. Aua. Hallo Physik. Haben wir eigentlich schon mal ein Paint Spray benutzt? Ich glaube nämlich noch nicht. Was ist das denn für eine Rostlaube? So, wir haben hier meinen zweiten Lieblingswagen, den Landstalker. Echt richtig schöner Wagen. So. Ja, und wir sind unser Cops fast los. Wunderbar. Mal kurz hier halten. Herrlich. Eine Mission geschafft. Ja, wir speichern hier rüber. Haben ein bisschen Geld bekommen. Ja, und damit verabschiede ich mich auch von euch. Das war Let's Play GTA 4. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.